Hallo zusammen, ja, ich bin's, der Kai, voll abgedreht und ich mache heute ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, dass es kurz wird. Und zwar, ich wurde per E-Mail angeschrieben über die YouTube-E-Mail-Adresse von einem Ralf. Hi Ralf. Und ich glaube aber, es könnte nützlich für viele von euch sein. Und zwar, ich habe ja diesen Abo-Button gemacht und das Problem ist, er weiß nicht, wie man das rendert bzw. reinkriegt in ein Video. Ich gebe zu, das ist meistens das Problem von uns YouTubern, egal ob jetzt DaVinci Resolve Tutorial oder andere, dass wir solche Dinge oft vergessen, dass es wirklich nicht immer klar ist, wie man das dann auch verwendet. Und deswegen mache ich jetzt das Video, tut mir auch leid. Ich versuche in Zukunft darauf zu achten. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal im Hintergrund, damit man was sieht. Und dann hole ich hier eine Fusion Composition und die ist ja dann schwarz. Jetzt klicke ich hier drauf. Ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen länger. Ich glaube, 8 Sekunden ist nämlich dieses Teil, diese Abo-Button. Deswegen guckt, dass ihr jetzt 8 Sekunden am Anfang macht oder geht auf 9, weil kürzen könnt ihr nachher immer. Verlängern nicht so leicht. Geht schon, aber nicht so leicht. So, dann geht ihr auf Fusion, wenn ihr das gemacht habt. Also Fusion Composition anklicken, also selektieren, dann auf Fusion, dann geht er auf File, dann auf Importieren, Fusion Composition und sucht euch dann den Abo-Button raus. Den könnt ihr downloaden vom letzten Video. Dann kommt das hier rein, gleich in 10 Jahren. Hallo, heute noch. So. Und den Server hier löscht ihr. Dann macht ihr SRG Leertaste oder sucht euch direkt das raus, was ihr braucht, und zwar Media Out. So, dann edit ihr das, dass das an den Merge hier geht. Also an den letzten Merge müsst ihr das machen. Dann könnt ihr wieder zurückgehen in die Edit Page und müsst dann eigentlich gleich dieses Logo hier sehen. Oh, also das braucht echt Power. So, seht ihr, transparent ist es schon. Also eigentlich könnt ihr das jetzt so rendern und in eurem Video lassen, aber es braucht immer zu viel Power. Deswegen wollt ihr bestimmt haben, dass es hier in eurem Powerbin ist, ja? Wenn ihr das so haben wollt, selektiert das, löscht einfach mal hier drunter mit Löschen-Taste das raus, dass ihr wirklich nur den Abo-Button habt. Geht dann hier auf Deliver zum Rendern. Jetzt ganz wichtig, ihr benennt das einfach irgendwie, ja? Dann dahin, wo es gespeichert werden soll, geht ihr hier auf individuelle Clips, dann QuickTime. Jetzt ganz wichtig, GoPro Cineform und hier RGB 16-Bit. Dann könnt ihr mich hier Export Alpha anklicken und hier ist normalerweise so eingestellt, geht ihr auf Straight. Das war schon, jetzt geht ihr auf, also hier auf Add to Render Queue, auf Rendern und jetzt beginnt das gleich zu rendern. Ich cutte das mir jetzt mal, bis es gerendert ist, weil das dauert eine Weile, weil ist halt ziemlich viel Quark dabei, also Pixel. Also bis gleich. So, dann ist das auch schon fertig. Dann können wir mal hier rechtsklick machen, Open File Location. Ich gehe jetzt hier auch mal gleichzeitig auf Dingens hier, ja. So, im zweiten Bildschirm habe ich es und zwar hier. Ich ziehe es mal dort noch. Das hier können wir übrigens jetzt löschen, weil wir haben es ja jetzt gerendert. Das heißt, ich mache das wieder an den Anfang hier. Wir gucken mal an, ob was zu sehen ist. Jawohl, das sieht ja schon mal gut aus. Und jetzt ist ja interessant, ist das jetzt transparent oder nicht? Ich ziehe einfach mal hier wieder was runter. Und wir sehen, es ist transparent. Jawohl. Ja, jetzt könnt ihr theoretisch hingehen, hier einen Bobbin anlegen. Ich habe hier zum Beispiel Zusatzmaterial, da habe ich meinen Abo-Button hier schon drin, mit Ton sogar. Ich glaube, den könnte ich mit Ton sogar verknüpfen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es separat. Und jetzt kann man das einfach hier reinziehen. Und egal in welchem, aber ihr müsst das nicht in den Bin, sondern Powerbin machen, dann egal welches Projekt, habt ihr immer diese Datei und könnt das in euer Projekt ziehen. Ja, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, wie gesagt, so Sachen vergisst man halt gerne. Man zeigt einen coolen Effekt, sagt hier, schenk's euch und dann nachher, ach Scheiße, stimmt ja. Ich müsste ja auch noch erklären, wie man es verwendet. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, ah, übrigens hier, noch ein ganz kleiner Tipp hierfür. Ich habe es hier nicht ganz runtergezogen, ja. Wenn ihr jetzt hier seid, ja, und dann geht es ja ab hier nicht mehr runter, geht noch ein Frame nach vorne,
kürzt das Ganze, zieht es dann da rein. Ja, weil ich zeige euch warum. Ja, jetzt geht das Video doch länger, weil ich das noch zeigen möchte. So. Weil dann sieht es so aus, als würde es weggehen. Also ihr könnt das natürlich auch selber wieder ändern hier in Fusion, aber trotzdem. Ja, habt ihr verstanden? Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ich konnte helfen. Bis dahin, euer Kai voll abgedreht. Tschüssi!